Hallo, ihr wissbegierigen und geraden Ausrechnenden. Ich bin Micha von Irgendwas mit Chemie und in diesem Video, da zeige ich euch, wie ihr eine Zweipunktkalibrierung rechnerisch lösen könnt. Dieses Video richtet sich an Chemielaboranten-Azubis, da es eine super typische Aufgabe ist, solch eine Zweipunktkalibrierung ausrechnen zu können. Aber auch wenn du es gerade in der Schule hast und eben Hilfe brauchst, diese Methode zu verstehen, kann dieses Video vielleicht dazu beitragen, weil ich versuche, den Praxisbezug herzustellen. Und durch einen Praxisbezug kann man vielleicht auch eher erkennen, wofür der ganze Spaß gut ist und nicht nur einfach zum Rechnen in irgendwelchen Mathestunden in der Schule. Nach dem Video kannst du für eine Einpunkt- als auch für eine Zweipunktkalibrierung die Geradengleichung aufstellen und mit dieser Geradengleichung dann zum Beispiel eben ein Probenergebnis berechnen. Und du hast grundsätzlich verstanden, wie die Geradengleichung funktioniert, ne, wie man die aufstellt, welche Teile da drin enthalten sind. Und so mit diesem Wissen kannst du dann zum Beispiel auch eine Mehrpunktkalibrierung in Excel auswerten. Also Mehrpunktkalibrierungen sind so unendlich kompliziert zu berechnen, so dass man sich da lieber Excel zur Hand nimmt. Aber wenn man weiß, wie grundsätzlich diese Funktion, also die Gradengleichung aufgebaut ist, dann fällt es einem dort wesentlich einfacher. Was kommt nun alles in diesem Video dran? Und zwar anhand einer photometrischen Bestimmung von Bromthymolblau gucken wir uns erst die Einpunktkalibrierung an und dann auch die Zweipunktkalibrierung. Also ich versuche immer den Praxisbezug herzustellen zu den Allgemeinbeschreibungen und dann einmal konkret an einem Beispiel das Ganze durchzurechnen. Gut, starten wir mit der Einpunktkalibrierung und für diese Einpunktkalibrierung, da brauche ich ein Diagramm, ein Koordinatensystem mit einer Y-Achse und mit einer X-Achse und in dieses Diagramm, da ist ein Punkt eingetragen und nun soll es darum gehen, eben hier eine Gerade durchzulegen durch diesen Punkt und den Ursprung. Was mir dabei auffällt, ist, dass je größer x wird, desto größer wird auch y. Und dann spricht man in dem Fall von einer direkten Proportionalität. Das wird mit diesem kleinen geschwungenen Strich hier zwischen dem y und dem x angezeigt. Also wenn ich nur hinschreibe y, komischer Strich zu x, dann bedeutet das direkt proportional. Das ist aber noch gar keine Gleichung, mit der kann ich noch nicht rechnen. Dafür brauche ich eine Konstante, die ich da drin einfüge, und zwar die Steigung m. Dann wird diese Gleichung da draus, y ist gleich diese Steigung mal x, und dann habe ich schon die Geradengleichung, die durch den Ursprung durchgeht. Wenn ich damit rechnen möchte, dann brauche ich zum Beispiel die Steigung und die Steigung, die berechnet sich als y geteilt durch x. Also da habe ich hier die Gleichung umgestellt, da muss ich sagen geteilt durch x und dann wandert das Ganze eben hier runter und ich bekomme die Formel für die Steigung. Das ist es schon zur Einpunktkalibrierung. Damit das Ganze ein bisschen greifbarer wird, gucken wir uns mal ein konkretes Beispiel an. Und zwar eigentlich, um was geht es bei der Einpunktkalibrierung? Die mache ich ja nicht nur, um einfach zu rechnen, sondern sie hat ja auch einen gewissen Zweck. Und zwar machen wir das Ganze ja für eine photometrische Bestimmung. Und da habe ich eine Probe. Von der möchte ich wissen, wie viel ist denn eigentlich drin? In dem Fall Bromthymolblau als Indikator. Dazu habe ich mir eine Vergleichslösung hergestellt, von der ich ganz genau weiß, wie viel drin ist. Und zwar 1,100 Milligramm. Sieht man vielleicht auch schon, dass die ein bisschen tiefblauer gefärbt ist. Es ist jetzt aber nur die Frage, wie viel tiefblauer bzw. wie viel weniger blau ist die Probe als diese Vergleichslösung. Das macht man jetzt nicht per Auge, sondern man lässt die Menge Licht, die nur noch durchgeht, mit einem Photometer messen und diese Lichtabschwächung, die wird als Extinktion E gemessen. Das habe ich gemacht für diese beiden Lösungen und da habe ich rausbekommen, dass mein Standard, der hat eine Extinktion von
0,686 geliefert. Und meine Probe, die hatte eine Extinktion von 0,476. Und nun geht es, wie gesagt, weiterhin darum, ja, was habe ich jetzt hier in meiner Probe drin? Wenn man es kennt, sieht man vielleicht schon, ich habe hier einen Dreisatz, ein direktes Verhältnis zueinander, wofür ich gar keine Gradangleichung brauche, sondern ich kann das aus diesem Dreisatz heraus direkt rechnen. Und zwar, die Masse meiner Probe verhält sich zu der Extinktion der Probe genauso wie die Masse meiner Vergleichslösung zu der Extinktion dieser Vergleichslösung. Wenn ich das Ganze eintippe oder beziehungsweise reinsetze, Masse Probe durch 0,476 ist gleich 1,1 Milligramm geteilt durch 0,686. Die 0,476 müssen da hoch, also mal 0,476. Und dann steht da Masseprobe ist gleich 1,1 Milligramm mal 0,476 geteilt durch 0,686. Das Ganze mal in den Taschenrechner eintippen. 1,1 mal 0,476 geteilt durch 0,686 ist gleich 0,763. Ich runde mal auf 3 denn auf, also auf die vierte Nachkommastelle. 7633. Milligramm. Das bekomme ich raus. Und dann kann ich diese Frage, die ich mir zu Anfang gestellt habe, was ist in meiner Probe drin, auch schon mit einer Einpunktkalibrierung beantworten. Einpunktkalibrierung, genau, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es gibt tatsächlich auch Zweipunktkalibrierung. Und bevor wir mit der rechnen, müssen wir erstmal gucken, wie sieht denn überhaupt die Gradengleichung dafür aus? Ich habe wieder mein Koordinatensystem und diesmal kommt noch mein zweiter Punkt dazu. Und wenn ich da jetzt die Gradengleichung durchlege, dann sehe ich schon so, die ist ein bisschen anders. Die geht jetzt hier nicht mehr durch den Ursprung durch, sondern ein bisschen drüber. Kann auch mal passieren in echt, dass es ein bisschen drunter ist, aber auf jeden Fall um den Nullpunkt geht die jetzt durch. Nicht manchmal vielleicht sogar durch den Nullpunkt selbst, aber es kann eben auch passieren, dass es da drüber oder da drunter liegt. Also, sie geht nicht durch den Ursprung. Und jetzt kommt eben dieser Punkt hier hinzu. Dieser da. Da, wo die Gerade die Y-Achse schneidet, kommt ja eben der Achsenabschnitt n hinzu. Und dann wird aus der Gleichung das hier gemacht. Y ist gleich die Steigung mal x, also das kennen wir ja schon. Und nun kommt noch hinzu plus n. Und das ist die allgemeine Geradengleichung. Wenn ich mit der nun rechnen möchte, dann muss ich auch wieder als erstes die Steigung berechnen, m. Diesmal muss ich aber ein bisschen was beachten. Ich kann nicht einfach sagen, ich mache y-Wert geteilt durch x-Wert. Passt nicht, oder für den hier y durch x, sondern das würden ja ganz andere Steigungen ergeben. Es würde einmal hier so lang gehen und einmal so. Mittewert kann ich auch nicht machen, sondern das habt ihr vielleicht schon gehört, da macht man dann so ein Steigungsdreieck. Und zwar einmal der Teil hier, y2 minus y1. Geteilt durch den Teil hier, x2 minus x1. Dann kann ich mir da die Steigung berechnen und dann in einem nächsten Schritt kommt dann eben, geht es zu ermitteln, wo dieser Punkt hier liegt, den Achsenabschnitt also berechnen. Und wenn ich die beiden Größen habe, also wenn ich jetzt Steigung habe, Achsenabschnitt habe und von meiner Probe die Extinktion gemessen habe, hier, also die drei Punkte habe, dann kann ich als letzten Schritt meine Probe berechnen, weil darum geht es eigentlich immer.
So, das Ganze gucken wir uns also mal wieder für ein konkretes Beispiel an. Wieder die photometrische Bestimmung von Brom-Thymol-Blau, diesmal nicht mit einem Standard, sondern eben zwei Standards. Ja, jetzt habe ich Standard gesagt. Vergleichslösungen werden gerne auch als Standard bezeichnet. Also Masseprobe will ich rausbekommen im Vergleich zu diesen beiden Lösungen. Die haben einmal eine Masse, genau, der erste Standard ist hinzugekommen. Der hat jetzt eine Masse von 0,3 Gramm und hat dabei eine Extinktion von 0,188 gegeben. Und mein zweiter Standard, das ist der gleiche, den ich schon für die Einpunktkalibrierung genommen habe. Der hat weiterhin 1,1 Milligramm und eine Extinktion, also eine Lichtabschwächung von 0,686. Man sieht es vielleicht auch ganz grob, ne, dass die Probe irgendwo zwischen den beiden hier liegt. Nun geht es eben herauszufinden, wo genau. Erster Schritt war, hier steht es auch drüber, Steigung berechnen. Wieder Steigungsdreieck, y2 minus y1, geteilt durch x2, x1. Jetzt, was ist aber y, was ist x? Die Messwerte, also das, was ich am Gerät gemessen habe in dem Fall, die Extinktion, das kommt immer auf die y-Achse, also das, was ich messe. Und das, was ich wissen möchte, die Masse meiner Probe, ne, da habe ich auch die Masse von meinen Standards, das kommt immer auf die x-Achse. Das sind also die Werte hier. Also E2 minus E1 geteilt durch M2 minus M1. Ganze nochmal mit Werten eingetragen. Ich habe hier also 0,686 minus 0,188 geteilt durch 1,1 minus 0,3. Das Ganze mal auch in den Taschenrechner eintippen. 0,686 minus 0,188 ist gleich, genau, nicht vergessen, ja, das ist eine Klammer drum, geteilt durch 1,1 minus 0,3, das mache ich mal im Kopf, das sind 0,8 ist gleich 0,6225. Und zwar jetzt noch aufpassen, mal 1 durch Milligramm. Ne? Ich habe hier ja an dem Milligramm den Wert dran und den darf ich jetzt in diesem Wert nicht vergessen, werden wir auch noch sehen. Den brauchen wir, diese Einheit. Dann war der nächste Schritt, den Achsenabschnitt N zu berechnen. Wie kriege ich den nun raus? Und zwar nehme ich ein Wertepaar, entweder für meine Vergleichslösung 1 oder für meine Vergleichslösung 2, weil da habe ich ja eine Extinktion, also einen Y-Wert, und eine Masse, den X-Wert. Und wenn ich also hier den Wert habe und den Wert habe und die Steigung habe, dann kann ich ganz bequem das N auch berechnen. Also ich habe mich jetzt hier für E1 entschieden, ich habe also den Wert gegeben, den habe ich gerade berechnet und den Wert habe ich auch gegeben, weil ich ja weiß, wie ich diese Lösung angesetzt habe, und dann kann ich mir dieses N berechnen. Dazu muss ich das umstellen. Also minus Steigung mal M1 rechnen. Dann wandert es auf die andere Seite rüber. Ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn das, was ich haben möchte, also das N in dem Fall auf der linken Seite steht. Also N wäre dann E1 minus Steigung mal M1. Die Werte setzen wir mal ein, also 0,188 minus, und das ist jetzt genau das gleiche, wie wir es vorhin ausgerechnet haben bei der Steigung, nur dass hier eben dieses mal 1 durch Milligramm gleich in den Bruchstrich geschrieben wurde, geteilt durch Milligramm. Und hier sehe ich schon, wenn ich das jetzt mal Milligramm nehme, dann kürze ich das raus und ich habe keine Einheit. Das ist nämlich ganz wichtig, weil auf der Y-Achse, da wo die Extinktion steht, da habe ich auch keine Einheit. Das alles mal in den Taschenrechner eintippen. Also 0,188 minus 0,6225 mal 0,3 ist gleich 0,00125. Das ist also der Achsenabschnitt, den wir hier haben. Gut. Kommen wir endlich zu dem Punkt, um den es eigentlich geht, und zwar die Masse der Probe zu berechnen. Ich habe nun also meine Steigung.
Ich habe meinen Achsenabschnitt und die Extinktion von meiner Probe, die habe ich gemessen. Ne? Das waren diese Extinktionprobe, ist gleich 0,476. Und nun will ich nur noch schauen, wie sich dieser Wert zwischen den beiden Vergleichslösungen einsortiert. Ich habe meine Gradgleichung, genau. Das Y ist die Extinktion meiner Probe. Steigung bleibt Steigung. Das X ist die Masse meiner Probe. Und genau, Achsenabschnitt bleibt Achsenabschnitt. Letzten Schritt haben wir den berechnet. Die Steigung im ersten Schritt berechnet. Und die Extinktion der Probe, die wurde schon vorher gemessen. Bleibt nur noch die Masse der Probe als Unbekannte übrig. Und nun stelle ich diese Gleichung danach um. Das erste ist, was ich machen muss, ist minus n. Dann habe ich da stehen, E-Probe minus n ist gleich Steigung mal Masseprobe. Müssen wir noch die Steigung rüberkriegen. Das ist mit geteilt durch Steigung zu machen. Und dann steht auf der anderen Seite E-Probe minus Achsenabschnitt geteilt durch Steigung. Ja, aufpassen, ne? Das ist nicht die Probe, weil die wollen wir rausbekommen. Und weil ich es immer, wie gesagt, schöner finde, wenn der Wert, den ich suche, auch auf der linken Seite steht, das Ganze nochmal rüber und nun alle Werte mal einsetzen. Probe gemessen, 0,476 minus Achsenabschnitt geteilt durch die Steigung. Und da habe ich es auch wieder, ne, ein Bruch im Bruch wird umgedreht mal genommen. Also diese Milligramm, die wandern jetzt wieder hoch in den Zähler und dann ist es auch ganz gut, weil die Masse meiner Probe, die sollte auch bitte die Einheit Milligramm haben. Also das Ganze mal in den Taschenrechner eintippen. 0,476 minus 0,00125 ist gleich, nicht vergessen zu drücken, oder eine Klammer drum machen, geteilt durch 0,6225. Und dann kommt daraus 762,7 oder beziehungsweise 0,7627. Da haben wir es. So rechnet man sich also mit einer 2-Punkt-Kalibrierung die Masse seiner Probe aus. Werfen wir nochmal abschließend einen Blick darauf, wie grundsätzlich vorgegangen wird bei einer 2-Punkt-Kalibrierung. Als erstes muss ich mir die Steigung berechnen. Dazu brauche ich dieses Steigungsdreieck. Wie gesagt, Y, das sind die Messwerte. Ja? Irgendwas muss immer gemessen werden und das X, das ist das, was ich wissen möchte. Beziehungsweise wenn irgendwie der Lehrer oder so eine Frage stellt, was da in der Probe drin war, dann der natürlich. Steigung berechnen als erstes. Dann kommt danach Achsenabschnitt berechnen mit einem Wertepaar der Vergleichslösung, was ich einsetze. Ne? Wertepaar der Vergleichslösung einsetzen. Und wenn ich die denn alle habe, das N und das M, dann kann die Probe berechnet werden. Und zwar auch darauf achten, die Gleichung richtig umzustellen. Und dann ist diese Aufgabe auch abgeschlossen. Viel Spaß beim Rechnen und gleich noch viel mehr Spaß, wenn es klappt, vorher beim Messen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.